herzlich willkommen zu einer neuen wundervollen Ausgabe von Remastered. Es gab ein Mega-Update, richtig krass. Man kann jetzt Frauen nehmen. Das ist der Wahnsinn. Ja, und es gibt neue Waffen, verschiedene. Ja, es gibt ein paar neue Perks. Ich habe einen neuen Perk, und zwar den Angry Octopus. Wenn ich ab 30 Leben oder darunter bin, werfe ich direkt eine Rauchgranate, was ganz geil ist, weil man dann ziemlich instantmäßig noch flüchten kann, weil die anderen eben blind werden. Die Rauchbombe ist so von der Wirkung her wie Tränengas. Ja, es gibt neue Spielarten, also man kann mit seinen Freunden jetzt eine Lobby machen, was schon mal großartig ist. Und ja, man kann, wenn man denn einmal siegreich ist in einem Turnier, ich habe hier einen Token, habe ich natürlich nicht aufgenommen, aber ich habe einmal gewonnen, und dann kann ich jetzt theoretisch in so einem Trial-Match teilnehmen, wo dann nur halt eben, ja, Turnier der Sieger mäßig die spielen, die halt schon mal gewonnen haben. Und dann kriegt man, besondere Belohnungen und so heißt es. Keine Ahnung, habe ich noch nicht gespielt. Vielleicht in der nächsten Folge. Erstmal, zeige ich euch jetzt hier die tollen, wunderbaren Neuerungen. Airdrop-mäßig war ich letztes Mal, glaube ich, mit dem Pirate am Start. Ja, den behalte ich auch erstmal. Der ist ganz geil. Mit dem Säbel und der Pistole. Ich habe zwar mittlerweile auch zum Beispiel den Ninja noch erwischt. Der, wo auch immer sich hier befindet. Und ja, der ist mit dem Katana, was echt die stärkste, ja, Melee-Waffe war bis zum Patch. Ich weiß nicht, wie die neuen Waffen sind. Es gibt so einen ultimativen Speer und diverse andere Sachen, die echt stark sind. Ninja ist halt echt geil, weil du nur 100 Funk brauchst. Fantastisch. Aber, du hast halt keine Knarre. Hier hast du halt eine Knarre dabei und den Säbel, der die beste, zumindest Tier 3 Waffe ist, meiner Meinung nach. Obwohl viele auch im Moment die Axt benutzen, die auch ziemlich stark ist, aber naja, mag ich nicht so irgendwie. Sniper mit dem Rifle und der Explosive Mine habe ich noch. Den Hunter. Weiß gar nicht warum. Ach so, der hat auch noch zusätzlich eine Rifle. Ja gut, ich dachte schon, warum der so teuer ist. Survivalist ist immer noch ein treuer Begleiter, der ist echt stark nach wie vor, aber ich werde jetzt mal den Pirate nehmen, weil es halt echt, wenn man ins Endgame kommt und gewinnen will, ist es besser, echt stärkere Waffen zu haben. Naja, los geht es. Die Ladezeiten zwischen Menü und Joining sind ein bisschen größer, seit dem Update komischerweise. Der Spielstart verzögert sich so ein bisschen, aber ja, es ist ganz cool. Auch die Texturen sind schöner geworden. So, jetzt geht's los. Ich bin wieder in meiner kleinen Kiste. Ja, mal gucken, wo ich rauskomme. Ich hoffe ja auf einen ganz guten Start, damit ich ein bisschen looten kann. Ja, wo bin ich hier? Da ist direkt mal ein bisschen Fun. Wo bin ich denn hier genau? In welcher Richtung möchte ich denn jetzt? Ich laufe mal in die Richtung. Ich weiß gerade nicht genau, wo ich bin, muss ich ja zugeben, aber da ich da so ein Gebäude sehe, gehe ich da natürlich mal hin. Es gibt nämlich auch ein paar Gebäude, die neu gemacht wurden und deswegen nicht mehr so aussehen wie das zum Beispiel. Sieht ein bisschen anders aus als früher, aber es gab es auch schon vorher. Medipack. Ab im Keller. Hier zum Beispiel. Auch ein bisschen schöner gemacht mit diesen ganzen Rohren hier und auch die Texturen von den Mauern und so ist. Alles ein bisschen schicker jetzt mittlerweile. Zack. So. Ein Hammer. Super. Der Hammer ist echt nicht wirklich gut, ey. Den verkaufe ich gleich direkt. Jetzt kann ich schon nichts mehr tragen und ja. Nehme deswegen direkt hier den Stamina Boost. Oh, ich kann gar nichts mehr tragen. Das werfe ich jetzt dahin, dann kann ich es gleich verkaufen. Mein Tracker. Noch keiner hier. Rucksack wäre schön, dann kann ich mehr tragen. Da ist der Hammer. Schön die Tür zu, falls einer reinkommt.
Dann sieht es zumindest noch ein bisschen danach aus, als wenn ich noch nicht hier gewesen wäre. Ist natürlich eher eine Illusion, dass man das glaubt, aber naja. Hier ist nichts. Toll, das ist recht öde. Den will ich eigentlich gar nicht verkaufen, deswegen gehe ich jetzt zurück und hole den Hammer, um den zu vertrödeln. Okay, irgendwer wurde schon getötet. So. Wo ist jetzt mein Man Tracker? Da ist mein Man Tracker. Den behalte ich erst noch. Ja, geil, noch eine grüne Kiste. Ideal. Okay, Body Armor. Kann ich zumindest einfach so mitnehmen, aber ich würde mir doch eher noch ein Messer wünschen, weil ich halt den Perk habe, dass ich schneller laufen kann mit Messern. Deswegen ich mir auch immer ein Messer von Anfang an mache, aber ich hätte eigentlich schon ganz gerne, ja, was anderes. Halt, in Anführungszeichen ein richtiges Messer. Okay. Ich such's jetzt mal hier oben. Da müssten diese, ja, diese Outfitters irgendwann kommen, glaube ich. Ja, hier bin ich richtig. Genau. Oder ich gehe halt hier rechts hoch in dieses längliche Gebäude. Versuche ich das mal. Gucken, ob hier einer rumlungert. Oh, hinter mir ist einer. Dann beeile ich mich jetzt in der Hoffnung noch schnell vorher was zu finden. Schnelle Beeilung. Den nehme ich direkt. Gewesen eigentlich. Oh, der ist an dem Automaten gewesen. Daher sollte ich mich jetzt schleunigst verpissen, wenn ich da nicht direkt kämpfen will. Da ich nur dieses komische, doofe Messer habe. Alarmgun, was soll ich denn mit dieser Alarmgun? Mein Gott. Da hinten kommt einer jetzt. Kann ich mir auch noch. Oh, jetzt hat er mich mit der scheiß Alarmgun abgeschossen. Aber das Gute ist, ich bin sehr schnell und werde dem trotzdem entkommen. Weil ich halt eben diesen, ja, Stamina Boost habe, kann ich durchjoggen. Ich bin das echt krass mit diesen Schatten. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass die so abgehen. Okay, hier war schon einer. Einer ist gestorben. Zwei brauche ich nicht. Ich hoffe, ich habe die Zeit. Okay, von da hinten kommt er wohl. Oh, dieser Alarmgun ist echt ultra nervig. Okay, da ist einer, der bemerkt mich natürlich jetzt. Ist das nervig, diese scheiß Alarmgun, ne? Das könnte ich mir jetzt anschleichen. Ich weiß nicht, auch nicht, ob der nicht irgendwo auf mich wartet. Ist das nervig. Ich hasse diese Alarmgun wie die Pest. Ich blinke und stehe auf einem Berg, ganz unauffällig. Grauenhaft. Ich warte jetzt hier kurz, bis dieses Scheiße aufhört.
Weil das echt so ultra auffällig halt ist. Ah. Aber ich glaube, der war auf dem Weg weg, oder? Ja, immerhin. Es hat aufgehört, ey. Das ist echt so ultra nervig. Ich brauche auch noch einiges an Funk, um meinen scheiß Airdrop zu holen. Ja, dann sollte ich mal gucken, dass ich gleich mal einen erledige. Aber ohne Waffe ist das halt auch so eine Sache, ne? Da muss ich mal gucken, dass ich halt gut kämpfe. Weil dann kriege ich nämlich neuen Funk. Ach, diese Hügel und so ist alles so ein bisschen ausgefeilter von der Modellage, könnte man sagen. Okay, hier ist der Eingang zu den zu diesem ja, Tunnelsystem. Hier ist der andere Eingang quasi oder Ausgang, wie man es nimmt. Vielleicht war da ja noch keiner. Hoffe ich jetzt mal, aber ja, sieht schlecht aus. War auch zu erwarten. Löse mal hier das Gas aus, dann kriege ich noch 5 Funk. In der Hoffnung, dass mir das irgendwie weiterhilft. Ja, jetzt wünsche ich, ich hätte den Ninja Airdrop genommen. Der kostet nur 100. Naja. Oh, ich habe 2 Medipacks schon, das ist geil. Und da hinten ist einer. Den habe ich gerade noch keinen Bock, ich habe ja immer noch dieses scheiße Messer. Verfolgt er mich? Ja, da kommt tatsächlich. Vielleicht kann ich ihn abhängen. Ah, und hier ist eine Gratiskiste. Ich hoffe, ich habe Zeit, die zu öffnen. Und krieg am besten noch ein Messer. Das wäre geil. Machete oder irgend so. Ah, toll. Kann ich zwar mit kämpfen, aber kann ich halt nicht schnell rennen. Deswegen ist das so eine Sache. Aber ist immerhin besser als nix. Jetzt eigentlich, dass ich ja einen Kampf finde, also 2 Leute, die schon kämpfen, wo ich dann ja so ein bisschen arschlochmäßig dann abstaube. Schauen wir mal. Ich gehe mal hier Richtung Flughafen, mal gucken. Okay, der Dude ist erstmal weg. Okay, im Flughafen ist jetzt erstmal keiner. Ah, man sieht schon von hier, der wurde auf jeden Fall schon ausgelootet. Da oben das Funk Barrel hat vielleicht einer vergessen. Da setze ich meine Hoffnung rein. Und vielleicht da hinten auch die Kiste. Die wird nämlich nicht immer genommen. Oh. Und warum wurden die Sachen denn hier nicht mitgenommen? Das ist ja ganz geil. Ich verkaufe ich schnell. Vielleicht waren hier 3 am Kämpfen und... irgendwie seltsam, aber nehme ich natürlich dankend an. Wie gute Basketballspieler. So. Der kann weg. Dann war hier doch noch so ein Satchel. Damit kann ich mir noch... ach, ich habe eine Body Armor, ne? Kann ich mir dann nicht wirklich was mit craften, kann auch weg. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich mein Messer genau hingelegt habe. Ich hoffe, ich finde das jetzt. Jetzt müsste ich mir ein neues machen für 2 Funk. Ah, oh, warum nicht der Airport? Das hätte doch auch der Airport sein können. Es ist relativ oft der Airport, muss ich dazu sagen. Hier ist nichts, aber wenn ich Glück habe, war hier echt noch keiner drin. Und hier ist immer eine Kiste. Ah, doch, die Schweine. Ist ja krass, dass man hier keine Leute findet, also außer dem einen, dem ich aus dem Weg gegangen bin. Oh, ich hasse es. Scheiß Bogen. Dabei kann ich den Funk doch so gut gebrauchen. Center Kill Switch, okay.
Ich würde mir gerne eben Messer machen, um schneller laufen zu können. Das Problem ist irgendwie, seit diesem Update rennen die Leute durchgehend mit Pfeil und Bogen durch die Gegend, wenn du dann keine Fernkampfwaffe hast. Ist das echt verdammt nervig. Weil wenn du halt auf die zurennst, wenn du nicht irgendwie drum rumlaufen kannst, können die ja die ganze Zeit auf dich schießen. Jetzt kann ich das schöne Funkbarrel gar nicht mehr mitnehmen da oben. Das finde ich asozial. Muss ich jetzt gleich nochmal zurückgehen. Vielleicht kann ich ja um den rumlaufen. Aber ich habe jetzt auch schon fast genug. Wenn ich gleich noch was verkaufe. Jetzt brauche ich schnell so ein Haus, wo ich meine Sachen verkaufen kann. Und eine Airdrop Station. Da sollte die Tankstelle sein. Tankstelle ist am Start. Nein, das war richtig. Oh, ich konnte es abbrechen. Geil. Aus Versehen das Medipack angewählt. Das war natürlich dumm. Da kaufe ich meine bessere Waffe, weil ich brauche den Fang. Das Messer bringt eh nichts am Fang. Ich kann auch noch eigentlich. Ich muss den Mantracker verkaufen. Ich brauche Platz im Inventar. Die Medipacks. Ah, okay. Ich hätte natürlich auch das eine Messer gleich einfach wegwerfen können. Naja, naja. Ah, geil, da ist was. Jetzt hätte ich natürlich kurz nochmal vorher gucken sollen, ob hier irgendwer in der Nähe rumläuft, aber ich hoffe es mal nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Geiler Scheiß. Säbel und Knarre. Ja, jetzt fühle ich mich doch schon gleich viel sicherer. Ist das schön, ist das schön. Da habe ich natürlich nicht viel Schuss. Oh, und die Map wird zugemacht, habe ich ja gerade vorher nochmal geschafft. Na, zwei Medipacks ist natürlich schon mal geil. Vielleicht hacke ich mir noch einen Stock eben. Um gleich gegebenenfalls noch. Ja, oder. Ich nehme einfach den hier, jetzt wo der da rausgeflogen ist. Um gegebenenfalls eben noch Punchy Sticks mitzumachen. Die sind in der Mitte echt immer nützlich. Das Gas. Ich glaube auch, das Gas ist insgesamt schneller geworden. Zumindest das, was man ausströmen lässt, wenn man diese Automaten da losschießt. Also diese Gas. Kanister, Gastanks, wenn man die betätigt. Da ist der Airport. Okay, da habe ich diesen Vogel eben getroffen. Jetzt hätte ich natürlich eine schöne Ranged Weapon. Den löse ich noch aus. Ist zwar dumm, weil mich die Leute dann bemerken, aber wenn ich noch weitere 75 bekomme, kann ich ja, kann ich eben noch mir meine Waffe nachladen. Ich glaube, es hier rum. Dann rechts Richtung Mitte, glaube ich, ja. Doch. Oder nehme ich das Funk Barrel noch mit? Ist halt echt riskant. Ich versuche es einfach, oder? Halt jetzt echt risky, weil vielleicht hat es auch schon einer leer gemacht und das Gas kommt halt. Immerhin war hier noch keiner. Da vorne kommt das Gas schon. Ich muss mich jetzt echt beeilen. Schneller, Junge, sammel das ein. Okay. Nice. Das bringt mich nämlich alles näher daran, meine Waffe nochmal mit Kugeln zu befüllen, wenn sie leer ist. Oder halt mehr Kugeln vorsorglich zu machen, was glaube ich auch gehen müsste. Aber ich guck mal eben, wie viele Leute noch leben. Eins, zwei. So viele Leute noch, 6 Stück, ey, das ist doch ätzend. Was machen die denn alle noch? Können die sich nicht mal gegenseitig bitte abschlachten? Dass ich ins 1 gegen 1 gemütlich gehe, gegen den letzten Kontrahenten, der schon angeschwächt ist und den ich einfach nur noch ernten muss. Stun Gun.
Besser als das Stück Holz auf jeden Fall. Ist zwar wahrscheinlich leer, aber im Notfall vertrödel ich die hier schnell. Da ist einer. Ich tue mal so, als hätte ich den nicht bemerkt. Oh fuck, okay, hier kann ich nichts mehr verkaufen. Funktioniert sogar noch. Natürlich jetzt ziemlich verschwendet. Aber bevor ich es gleich im Kampf herausfinde und die leer ist. Okay, einer ist im Gas gestorben. Das ist schon mal sehr angenehm. Naja, passiert halt oft, wenn man so wie ich gerade noch in das Gebäude rennt und dann halt nicht die Reißleine zieht und schnell wieder rausrennt, oder ja, wenn man einfach eingeschlossen wird, in die falsche Richtung läuft und merkt, auf einmal ist das Gas doch schneller. Und da hinten ist wieder so ein Typ mit Pfeil und Bogen. Das ist doch richtig nervig. Den habe ich gar keinen Bock jetzt. Dem sollte ich gleich mal meine Magnum präsentieren. Natürlich jetzt auch mal hier im Kreis laufen und gucken, ob ich ein Fass finde, aber die Position hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich muss natürlich schnell eine Bandage machen, da ich nicht volle Leben habe. Ich kommt jetzt keiner in dem Moment, dann bin ich natürlich gearscht. Sehr schön. Ja, perfekt. Muss ich meinen Medipack dafür nämlich nicht opfern. Ich habe zwei, was echt geil ist. Muss man halt nur auch kommen, dazu kommen, die zu nutzen. Ja, wo sind sie denn jetzt? Okay, ein Fass. Dieser roten Fässer zum Nachladen von meinen Kugeln kann mir jetzt eh noch nicht helfen. Ich brauche 75 Funk. Oh, da ist was hochgegangen. Die Fässer kann man nämlich auch abschießen, übrigens. Oh, einer wurde durch eine Knarre erschossen. Ich wage mich jetzt doch mal hier in die Mitte. Irgendwer hat eine Waffe. Ich habe auch eine Waffe, aber trotzdem will ich nicht, dass noch irgendwer eine Waffe hat. Oh, da sind Sticks. Irgend so ein Schwein schon mal Sticks ausgelegt. Irgendwer? Ne. Ja, hier, wo seid ihr denn? Okay, Phase 2 hat begonnen. Jetzt muss man quasi zwangsläufig in die Mitte. Ich mache den Anfang. Wenn man zumindest oben ist, hat man natürlich ganz gute Karten. Mehr oder weniger, man ist natürlich auch oben präsentiert, oder? Na, wo sind die denn? Oh, nur noch einer. Shit. Das heißt, das Duell der Waffen jetzt hier oder was? Scheiße. Stressig. Ist er denn? Aber ja, der muss jetzt in den inneren Ring kommen. So viel ist sicher. Der steht hier in irgendeiner Ecke, wartet darauf, dass ich runterspringe und schießt mir dann eiskalt in den Rücken.
hängt der ab? Ich meine, wenn Track kann man behalten, dann hätte ich jetzt leichtes Spiel, ey. Relativ. Zumindest bin ich schon mal oben, das ist ein Vorteil. Bah, jetzt hat er mich irgendwo mit abgeschossen, mit dem Bogen vermutlich. Das kam, glaube ich, von da hinten. Ein Katz-und-Maus-Spiel, ey. Da hinten ist er. Okay. Ich habe ihn zumindest geortet. Ich glaube, ich nehme einfach zur Sicherheit mein eines Medipack. Der dürfte gut angeschossen sein. Haha, die Stun-Gun. Jawohl, da habe ich ihn doch. Das Schwein. Glorreicher Sieg hier, das ist doch schön. Kriege ich noch einen Token? Ein Kill. Yay. Immerhin. Der letzte Kill, aber der wichtigste Kill. Perfect Rank A. Sehr schön. Ich habe mit Pfeil und Bogen mich hier noch zu erledigen, also. Lächerlich. Naja. Sehr schön, ein Sieg für die Frau, ein Sieg für mich, ein Sieg für Remastered. Ein kleiner Schuss für die Menschheit, aber ein großer Sieg für Remastered. Ja, und damit zurück ins Studio. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.